Hallo liebe Leute, hier ist der Daniel. Ich begrüße euch zu einem neuen Video hier auf meinem YouTube-Kanal. Heute sind die neuen Karten rausgekommen. Besser gesagt, vier neue Karten. Und auch ein neuer Spielmodi ist auch dabei. Dieser Spielmodi heißt Frontlinien. Ich erkläre euch mal in diesem Video, worum geht es eigentlich in Frontlinien? Wie spielt man Frontlinien? Also nach dem anfänglichen Bewegungskrieg an der Westfront erwies sich die Verteidigung eroberte Gebiete als schwieriges Unterfangen. Darum geht's in Frontlinien und den neuen Spielmodi hier auf Battlefield 1. Frontlinien kombiniert Eroberung und Rush zu einem symmetrischen Duell, in dem die unterkämpfte Frontlinie in beiden Richtungen verschoben werden kann. Das heißt, ihr könnt Flaggen einnehmen, die anderen können Flaggen einnehmen. Ganz normal. In der ersten Phase kämpfen beide Seiten um eine Reihe von Einsatzzielen. Dabei ist immer nur ein Ziel aktiv. Also am Anfang immer ist nur ein Ziel aktiv. Erobert eine Seite ein Einsatzziel, kann sie weiter zur feindlichen Basis vorrücken. So wie jetzt hier bei uns gerade. Wir sind jetzt hier vorgerückt und dann kommen die zwei Telegrafmasten. Das kennt jeder aus Rush. Erobert eine Seite ein Einsatzziel, kann sie weiter zur feindlichen Basis vorrücken. Das haben wir gerade gemacht. Allerdings verliert eine Seite das Flaggenziel an ihrer Basis, muss sie innerhalb der Basis zwei Telegrafenmasten verteidigen. Von den Telegrafen angeforderte Artillerieangriffe können dabei gegen Angreifer eingesetzt werden. Also sehr interessant, dieses neue Frontline. Würde ich euch auf jeden Fall empfehlen, zockt das mal, macht eine Menge Spaß. Die Phase endet, wenn beide Telegrafenmasten zerstört wurden. Also ihr müsst beide Telegrafenmasten zerstören, dann endet die Phase. Oder die Angreifer keine Verstärkung mehr haben. Dann ist es auch vorbei, das Spiel. Nach einem gescheiterten Telegrafenangriff wechselt das Spiel wieder in die anfängliche Einsatzzielphase, in der beide Seiten erneut versuchen, in die feindliche Basis einzudringen. Oder das Spiel endet, wenn eine Seite die beiden feindlichen Telegrafmasten zerstört hat oder die Spielzeit abläuft. Ja, darum geht's in den neuen Frontline, in den neuen Spielmodi. Probiert auf jeden Fall den Spielmodi mal aus. Macht eine Menge Spaß. Ist vielleicht jetzt alles ein bisschen kompliziert, aber ist es nicht. Ist ganz einfach. Grob erklärt, nimmt die Flaggen ein, danach die Telegrafenmasten, zerstört die und die habt ihr gewonnen. Ganz einfache Sache. Gut, ich bedanke mich auf jeden Fall für Zuhören und wünsche euch viel Spaß bei Frontline, bei Frontlinien, der neue Spielmodi. Ja, leider eine Niederlage hier im Video. Ja, man kann ja nicht immer gewinnen. Gut, ich wünsche euch auf jeden Fall viel Spaß. Bis zum nächsten Mal, euer Daniel. Bis dann, ciao.